Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und ich wollte jetzt mal fix testen, wie ja, sich diese P auswirkt, die ich im letzten Video schon mal gezeigt hat, also sprich diese 22.000%. 22.000, nee, 2.200%, dass ich nichts Falsches sage. Natürlich komme ich in die allerätzendste Ini von allen. Ich hasse diese Drecksverschie-Ini, es gibt keine Quest, es gibt keine EP, es ist einfach nur ein ätzender Scheißdreck hier drin. So, wir werfen jetzt die kurze Flask noch ein, Viertelstunde. Viertelstunde Vashir-Ini müsste locker drin sein. Also länger dauert es hier eigentlich gar nicht. Aber ich hasse diesen Laden. Echt, es gibt nichts Ätzenderes als diese Drecks-Ini. Also ich habe jetzt gerade drin die zwei Flasks plus werbt einen Freund. Also sprich, ich müsste hier den vollen Boni erhalten. Jetzt müssen wir gerne mal gucken. Wird sich dann wahrscheinlich bei der Endding auswirken, beziehungsweise ich hoffe bei den Mobs auch. Da hatte ich es ja letztens nicht getestet. Und ja, ich bin stimmlich noch ein bisschen angeschlagen, bin erst aufgestanden und irgendwie nicht so hundertprozentig fit, aber hier mein Body mitwirbt ein Freund, der muss es gleich weg. Deswegen ist das jetzt hier so ein bisschen ein Schnellversuch. Oh, wir müssen uns jetzt doch beeilen. Ach, der steht da hinten, na, dann krieg ich. Ach, Gruppenboni. Ah, wirbt ein Freund, hat nicht gegriffen, weil der zu weit weg war. Kacke. Naja, gut, hier kriegen wir schon hin. Eigentlich müsste dann hier werbt einen Freund Bonus stehen. Jetzt ist er da. Okay, wunderbar. Ich weiß halt jetzt nicht, wie es beim Mob skaliert, ob dann das vielleicht sich gegenseitig ausschließt. Das müssen wir nochmal gucken. Das hatte ich ja leider im anderen Video nicht geschaut, hatte ich nur Quest geguckt. Aber da waren es dann halt wirklich von 6.000 auf fast 150.000 EP hoch. Also schon eine extreme Skalierung mal 22. Und das merkt man natürlich dann jetzt. Ist natürlich gerade hier blöd, dass keine Quest kriegt. Ich liebe es. Erstmal haben wir eine gefühlte halbe Stunde zum Kackheiler gewartet, obwohl ich als Tank anmelde. Und dann kommen wir in die einzige fucking Innie, wo es wirklich keine Quest gibt. Wo dann auch noch eine halbe Stunde am Warten ist, weil dieser Kackaufzug runterfährt. Ich hasse dieses Ding. Da sollen sie am besten rauspatchen. Eine Drecks-Innie hoch 10 hier. Dann wartest du 5 Milliarden Jahre und oben, falls du mal oben bist, läufst du rein, die Mobs spawnen dann erstmal so nach 10 Jahren. Es ist so ein Drecksverein, das Ding. Dann hast du noch so ätzende Mobs drin, die einen Debuff draufhauen, dass die Heilung ins Leere geht. Dann kannst du das Tank nicht so viel heilen, wie du lustig bist. Den musst du einfach der Heiler dispellen, aber du hast 95% einen Heiler, der zu dumm ist, auf Distel zu klicken. Eigentlich alles an dieser Drecks-Ini ist kacke. Und dann der Endboss, den kannst du auch nicht beschleunigen, weil die Mobs alle lahm kommen. Also, ja. Ich hasse diese Ini, wenn ich es noch nicht erwähnt hatte. Ja, ich brauche gar keinen Speed anwerfen, weil die Mobs eh nicht spawnen. Aber wenigstens macht, also die Gruppe macht Schaden, muss man ihn lassen. Gut, vielleicht bin ich jetzt auch zu sehr die Time Walkers gewohnt, wo dann die Mobs sich hier 5 Jahre hochheilen, was einfach zu lang dauert. Was habe ich jetzt an EP gekriegt? Aber steht hier immer noch, werbt einen Freund Bonus, habe ich 8.000 pro Mob gekriegt. Ich kann jetzt im Moment gar nicht einschätzen, ob 8.000 großartig viel ist, weil ich jetzt gerade keine Relation habe auf dem Level. Wobei es fühlt sich jetzt nicht so an, ob so extrem viel wäre. Also da muss ich auch nochmal gucken. Gut, die Quest, die ich letztens geguckt hatte, hätte die Quest ohne alles 6.000 gebracht. Wenn ich jetzt für einen Mob 8.000 kriege, ist natürlich schon nicht so verkehrt, muss man sagen. Ja, stimmt, hier sind. Selbst die Kleinen kriege ich hier relativ gut EP. Was ich auf jeden Fall noch machen muss auf dem Low Level mit einem Flask, aber dann brauche ich halt zwei Spieler, die Flask haben und dann dementsprechend das mal zu testen, wie das abgeht. Ich nehme also. Im Low Level kriegt man für die erste Instanz nur mit dem Rev Boni und dem Dings. Ja, was sind's an EP? 7 Level pro Instanz. Ich nehme mal an, wenn man hier alles hat, dann müssten es gut über 10 Level sein. Du kriegst wahrscheinlich 15 Level oder so, weil das ist schon das X-Fache, was ich hier durch die Flas, weil das habe ich ja in dem anderen Video erwähnt. Es ist ja multiplikativ, was der Rev Boni wirkt. Bedeutet, dass alles, also alles skaliert additiv, außer der Rev-Boni, also der Werbt ein Freund-Boni, der ist multiplikativ. Das bedeutet, dass man erstmal alle Prozentzahlen zusammenzählt, also hier die 55% vom
von dem Boni hier über das Gear, dann die 2x300%, also sind wir insgesamt bei 755%. Dann habe ich mir jetzt hier noch den Buff im Dunkelmond Jahrmarkt geholt, das ist nochmal 10%. Sind wir bei 765%. Und dann natürlich noch die 100%, die man von Haus aus hat. Sind wir insgesamt bei, nee, das habe ich ja schon eingezählt, ja, 755, 765, so rum. Aber ich bin echt noch nicht so ganz fit eben aufgestanden, wie gesagt. Und dann, das rechnen wir dann nochmal mal 3. Und, nein, das wollte ich nicht. Und zwar sind wir dann insgesamt bei 2.295%, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe. Und das ist dann schon ziemlich viel. Also, ja, durch den habe ich einfach mein Level abgekriegt, durch den Boss. Läuft. So. Also eigentlich ist das Einzige, was jetzt interessant wäre, Quests bzw. das Inni abschließen. Aber da es hier keine Quests gibt, muss ich auf das Inni abschließen gehen. Und ich weiß halt nicht, ob diese Sachen auf das Inni abschließen gehen. Deswegen wäre es halt jetzt cool gewesen, wenn ich eine Instanz hätte, wo ich Quests habe. Aber die habe ich nicht. Naja, egal. Kriegen wir auch so irgendwie hin. Also dafür, dass der Kollege gemeint hat, er hat noch nie Katze gespielt, macht er gar nicht mehr so einen schlechten Schaden. Die ganze Gruppe macht guten Schaden. Also wundert mich, dass ich jetzt mal zwar eine Retard. Oh, ich hasse das. Nicht mal mit dem kann ich. Nicht mit dem Speed, den kann ich Ding breaken hier. Sondern ich würde sagen, wir schließen die Instanz jetzt einfach schnell ab. Und den Dings muss man besiegen. Ja gut, okay, komm. EP-technisch ist es wahrscheinlich sinnvoller, wenn ich den anderen jetzt auch noch kill. 9 Minuten haben wir noch, das kriegen wir hin. Ich hasse DK, die sind. Das ist so langsam. Komm, gib mir halt ein Speedschild. Ah, nee, der hat Federn, okay. Ja, wir machen den anderen jetzt auch noch mit. Geht ja schnell. Ist das Magic Damage? Keine Ahnung, einfach mal jetzt vermutet. Wir müssen jetzt ein bisschen hinne machen. Achso, ich sollte erwähnen, ich darf eigentlich nicht sterben, weil die eine Flask beim Sterben weggeht. Der Buff aus dem. Scheiße, ich hätte da ein bisschen mehr aufpassen sollen jetzt. Vor allem, ich habe noch. Der wurde hochgeboostet, der Char. Ich darf nicht sterben. Fuck, fuck, fuck. Der hat noch das Gear an aus dem Startgebiet von den DKs. Also wirklich, hier. Ja, Kacke ist das. Als Tank so ein Kacki anzuhaben, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ach, scheiße, ich werde bei dem Boss hier verrecken. Ich hätte vielleicht erst den anderen machen sollen. Wenn meine Flasche und das ganze Zeug weg ist, ist halt nicht so geil eigentlich. Und der Boss grillt einen eigentlich normalerweise. Was mache ich denn da am besten? Naja, gut, komm. Risiko, komm, retz ihn halt. Ich habe keinen Retz hier. Ja, retz ihn. Bisschen Zeitdruck. Eigentlich wollten wir bis 45 fertig sein. So, komm. Muss ich echt irgendwie gucken, dass ich das hier überlebe. Weil ohne die ganzen Bonis kann ich es natürlich dann nicht testen. Ja, ich muss mal schauen, vielleicht kommen wir heute Abend nochmal eine Inni, dass ich das dann testen kann, beziehungsweise vielleicht kriege ich ihn dazu, dass er auch ein paar Flask farmt und dann ziehen wir uns einen neuen Schammer hoch oder ich suche mir noch wen, je nachdem. Und dann gucken wir mal. Sollst du so hinne machen, der hat noch 5 Minuten, dann muss er weg. Okay. Also hier im Dings hat das hier extremst den Schaden gemacht, der Typ. Wie heißt's, nicht in den Time Walker, da hat's teilweise mein Druid weggebrutzelt, als er kein Gear hatte, also. Aber war krass. Oh, jetzt muss das natürlich wieder so ewig dauern. 6 Minuten hab ich noch. Na komm, stirb. Stirb! Okay, das hat jetzt mein Level gebracht.
Warte, wie viel EP gab denn das? Den Boss zu töten gab jetzt 314.000 EP auf dem Level. Es gab halt fast ein komplettes Level für den Boss hier. Lololol. Ach, und die Ini abschließen steht 54.000 dran. Mal gucken, ob das ein Anzeigebug ist. Also, wohlgemerkt, auf dem Level, selbst mit Rev, kriegt man vielleicht maximal ein Level pro Ini. Normalerweise, ja. Auf dem Level ist es halt schon ziemlich hart, da hoch zu leveln. Im Low Level, klar, kriegt man mit Rev 7 Level mit einem Ini, aber ich denke, mit den ganzen Bonis, das ist ja irgendwie das 5-6-fache, was man mit dem normalen Rev dann hat. Ja, da müsste es halt dann richtig abgehen. Dann könnte ich wahrscheinlich 15 Level aufwärts kriegen pro Kack-Ini. Achso, warte mal, ich muss ja hier safe spielen, weil ich kein Gear habe. Ich vergaß. Das ist halt echt kacke. Normalerweise, eigentlich zieht mir alles zusammen, dass schnell geht, aber die wirken so ein Scheiß und ich kann mir jetzt kein Vibe leisten. Das ist halt kacke. Komm, na, Tentakel können wir noch nicht ziehen. Aber die Gruppe macht ja einen Damage. So, jetzt wird es dann gleich interessant. Also, mit was bin ich reingestartet? Mit 81, jetzt bin ich 83. Sprich, zwei Level habe ich hier schon gemacht. Hier im Boss ein Level ab. Und dann den hier noch. Wenn ich halt jetzt Quest hätte, dann würde ich es halt gut sehen, was ich jetzt wo kriege. Das ist ein bisschen schade jetzt. So, jetzt mach schnell hinne. 2 Minuten haben wir noch, aber das müssen wir kriegen, hoffe ich zumindest. Na komm. Ich hasse Indies, die meine Zeit verschwenden. Das ist die größte Time-Sink-Indie. Und ja, Time-Sink ist, glaube ich, WoW Unwort des Jahres geworden. Nach Foren-Diskussion. Ja, die Kleinen, die wollen gar nicht anhängen, die sterben jetzt. Jetzt komm, Drecksmob. Mach keine große Show, einfach ran und sterben. Wir haben doch keine Zeit hier. Verreck. Komm, 40 Sekunden P2. Ich ignoriere den dicken Mob einfach und hau gleich hier hinten durch, dann schaffen wir es vielleicht noch rechtzeitig. Nicht, dass der mir noch rauslieft und ich dann nicht testen kann, wie viel EP ich kriege. Mein Flask läuft auch gleich raus, also jetzt müssen wir aber hier langsam mal. Okay, das war so ein Bad TK-Move, den man eigentlich nicht macht. Midi steht der Mob dran und der Kartek zieht eiskalt den Mob weg. Ja, das hasse ich schon auch immer so, wie die Pest, wenn das Leute machen. Aber jetzt ist man mal auf der anderen Seite mit dem DK. So. Alter, was macht der denn? Warum geht er denn auf den Boss? Oh my goodness. Kacknoobs on the way hier. Sind den einen schon gekillt? Sieht gut aus. Ja, der stirbt jetzt auch gleich. Ja, und der holt sich den großen Mob. Clevere Idee. Jetzt geht was. LOL! Ich bin einfach auf Level 66 ab. LOL. Was habe ich denn jetzt insgesamt gekriegt hier? LOL. Ich habe halt einfach mal über 1 Million EP gekriegt auf dem Level. Und zwar, für das eine habe ich 1,25 Millionen gekriegt. Und dann habe ich ja hier nochmal irgendwie, ich glaube, das muss der Bosskill an sich sein. XD, so geil. Warte, ich muss ihn mal fragen, ob wir mal noch so Charts hochzocken. Okay.
Also wie ihr gesehen habt, haut auf jeden Fall richtig krass rein mit dem ganzen Zeug. Im Low Level wird es wahrscheinlich dann noch krasser sein. Also da muss man dann nochmal gucken. Ah, schon richtig Hammer. Sprich, wenn jetzt das Video irgendwer sieht und sagt, okay, ich habe auch Bock mit Rev, vielleicht habt ihr gerade, werdet einen Freund mit irgendwem laufen oder überlegt, einen Zweit-Account zu machen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir das irgendwie einfädeln könnten, dann mal hier einen Char hochzuzocken oder auch mehrere, je nachdem, was ihr Bock habt. Und wenn ihr euch dann auch natürlich die Zeit nehmt, diese Flasks zu holen, ich werde da auch nochmal ein Video drüber machen, wo ihr die farben könnt. Das geht eigentlich relativ schnell. Und für die anderen muss man halt leider ein paar bisschen Gold ausgeben. Ne? Da kommt man dann nicht rum. Oder man hat halt Luck in der Garni, je nachdem. Aber ihr seht, selbst also auf dem Level ist halt krass, durch diese eine Instanz habe ich halt einfach mal über 1 Million P am Ende gekriegt. Wenn ich jetzt hier Quests gehabt hätte, dann glaube ich, dass ich mit den Quests wahrscheinlich Minimum noch 1 bis 2 Level aufgestiegen wäre. Minimum. Also, man kann wahrscheinlich von mit einer guten Instanz, wie zum Beispiel jetzt hier diese Schwarzfels-Ini, da kann man bestimmt von 80 bis 88 hochgehen. Also, da geht halt richtig was. Da sind auch noch ein paar mehr Bosse drin, die gehen auch schneller als die eigentlich. Und ja, im Low-Level nehme ich mal an, dass man dann, keine Ahnung, 15 Level Minimum pro Instanz kriegt, wenn nicht noch mehr. Da kriegt man ja pauschal schon mal 7 Level hoch und eigentlich kriegt man auf die Levelstufe ein Level hoch mit Rev-Boni und jetzt habe ich 5, 6 Level hochgekriegt. Das heißt, ja, der Faktor ist natürlich ein krasser. Ja. Aber dementsprechend werde ich das nochmal gucken. Wie gesagt, wenn ihr da Bock habt, meldet euch. Habt da auf jeden Fall Lust, die Tage oder beziehungsweise nächstes Wochenende wird natürlich jetzt noch ein bisschen sich ziehen, bis man da Mine findet, das nochmal zu testen mit einem kompletten Char und da so ein Speed-Ding zu machen. Wie schnell kann man sich einen Char hochziehen? Schreibt mir einfach in die Kommis und dann werden wir sehen, was sich so ergibt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.